Hallo und herzlich willkommen auf Thomas Geiger Car. Heute mit einem Auto, auf das wir lange, verdammt lange warten mussten. Die neue Renault Alpine. Denn nach über 50 Jahren ist die Legende zurück und die Franzosen wollen es noch einmal wissen und wollen beweisen, dass auch sie was gegen Porsche und Co. im Köcher haben. Ob dieser kleine, leichte, starke und schnelle Mittelmotorsportwagen wirklich mit Cayman und Co. mithalten kann, das probieren wir jetzt aus. Hier auf Thomas Geiger Car. Direkt hinter den Sitzen ist der Motor montiert, ein 1,8 Liter großer Vierzylinder, den man zum Beispiel auch aus dem Renault Espace kennt. Dort mag das ein ziemlich vernünftiges Aggregat sein. In der Alpine dagegen ist er ziemlich aufgedreht. 258 PS haben die Ingenieure bei Renault Sport aus dem Turbo gekitzelt. Und wenn man bedenkt, dass die nur mit 1100 Kilo zu tun haben, dann kann man sich vorstellen, welch leichtes Spiel der Motor mit der Alpine hat. 4,5 Sekunden von 0 auf 100, das ist Sportwagenniveau. Und die 250 km/h Spitze kommen einem viel schneller vor, als sie tatsächlich sind. Denn gerade hier auf einer kurvigen Landstraße oder auf einer Rennstrecke spielt die Alpine ihr leichtes Gewicht aus und wird tatsächlich zu einer flotten Flunder oder zu einem wunderbar leichten Mädchen. Laurens van den Acker hat beim neuen Alpine wirklich einen tollen Job gemacht. Das Auto ist sofort als Alpine zu erkennen, erinnert tatsächlich an das Erstlingsmodell von Jean Rélélé. Und ist trotzdem kein Retro-Auto, sondern es sieht frisch und modern aus. Und vor allem ist es knackig, klein, kompakt. Muss es auch sein, denn Leichtbau, geringes Gewicht war das wesentliche Entwicklungsziel. Das haben die Franzosen erreicht. Das Auto wiegt gerade mal 1100 Kilo. Entsprechend flott ist es unterwegs und entsprechend leichtfüßig geht es um die Kurven. Wie leichtfüßig, das probieren wir jetzt mal aus. Einsteigen, anlassen, Gas geben. Die Alpine passt wie ein maßgeschneiderter Handschuh. Zwar kann man die Carbonschalen, die sie hier aus Gewichtsgründen eingebaut haben, nicht sonderlich gut einstellen. Und manch einer wird sich zu hoch fühlen oder eine steilere Lehne wünschen. Aber im Grunde passt das Auto perfekt und man hat sofort eine gute Sitzposition gefunden. Das ist auch nötig, denn langsam fahren kann man mit der Alpine nicht. Sondern man wird sehr schnell eins mit der Maschine und geht um die Kurven, egal ob Komfortmodus, Sportmodus oder Rennstreckenmodus mit ausgeschaltetem ESP. Man fährt das Auto sehr gerne, sehr nah am Limit. Und jede Straße, egal ob in der Lüneburger Heide, im Harz, im Taunus oder hier im Hinterland von Marseille, fühlt sich plötzlich an wie die französischen Seealpen, wie die Strecken der Rallye Monte Carlo, wo die Legende damals geboren wurde. So muss ein Sportwagen sein. Wenn man sich in die Alpine reinsetzt, merkt man, dass das Designteam einen Heidenspaß bei der Arbeit hatte. Das war keine lästige Pflichtübung wie ein neuer Megane oder ein Talisman oder irgendein leichtes Nutzfahrzeug. Nein, hier ist wirklich Herzblut im Spiel gewesen. Das sieht man an ganz vielen liebevollen Details, wie hier diesen Toggle-Switches, wie der französischen Flagge, die überall auftaucht, oder dem Sportbutton im Lenkrad, das ein bisschen an Porsche erinnert, das aber hier viel, viel edler aussieht, wie beim ach so vornehmen Porsche 911. Und was mir besonders gefällt ist, Renault hat es vermieden, Großserienteile aus den anderen Baureihen einzusetzen. Zumindest haben sie sie geschickt versteckt. Klar, der Schlüssel erinnert ein bisschen an die anderen Renaults und leider dieser hässliche Hebel fürs Infotainment-System. Aber alles andere ist einzigartig und nur für die Alpine gemacht und genau so, wie es sein soll. Großes Kino. Ja, das war sie leider auch schon, meine erste Ausfahrt mit der neuen Renault Alpine. Für mich wirklich eine faszinierende Erweiterung des Sportwagensegments. Nissan 370Z, vergessen Sie es. Toyota GT86. Wie langweilig. Porsche 718 Cayman, dass ich nicht lache. Das hier ist der wahre Jakob. Das Auto ist
Klein, handlich, schnell, stark und mit einem Preis von unter 60.000 Euro auch noch bezahlbar. Einziger Haken, die Produktionskapazität ist stark eingeschränkt und für das nächste Jahr ist die Alpine leider schon komplett ausverkauft. Ich kann es gut verstehen und stelle mich gerne hinten an.